Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich habe mal wieder OCG-Kram gekauft, ziemlich wertigen OCG-Kram. Und ja, diesmal nicht bei Yannick, sondern bei David. Von dem habe ich auch schon öfter mal höherpreisigere Sachen gekauft. Und genau, was es denn werden wird, das erfahren wir nach dem Intro. Wir starten durch mit der ersten Karte der heutigen Folge und das ist der Beskull Dragon. Eine wunderschöne Fusion alter Tage, bestehend aus dem rotäugigen schwarzen Drachen sowie dem herbeigerufenen Totenkopf in Ultimate Rare. Die Karte kommt aus dem japanisch exklusiven Hauptset Mythological Age, welches später im TCG in Kombination mit dem ebenfalls OCG exklusiven Hauptset Struggle of Chaos am 6. Juni 2003 als Legacy of Darkness auf den Markt kam. Wie wir alle wissen, erschien der Beskull Dragon allerdings nicht in Legacy of Darkness bei uns im TCG, sondern in Metal Raiders als Ultra Rare und ist bis heute einer der Ikonen vergangener Tage. Weiter geht's mit dem tausendäugigen Opfer aus dem OCG-exklusiven Set Thousand Eyes Bible. In Ultimate Rare und ja, was soll man sagen, das tausendäugige Opfer ist eine, wenn nicht gar die Karte, mit der Maximilian Pegasus in Verbindung gebracht wird. Speziell in Ultimate Rare und in Kombination mit dem zweitältesten Layout, welches eine Yu-Gi-Oh! Karte innehaben kann, macht die Karte einfach eine Menge her. Hierbei handelt es sich um mein 7. Exemplar, was bedeutet, dass noch 2 weitere fehlen und wir diesen hübschen Dude nicht das letzte Mal im Rahmen dieses Formats gesehen haben werden. Ein weiteres Schmuckstück ist der rotäugige schwarze Drache in Holographic Rare aus dem Duelist Pack 18 oder auch Duelist Pack Legend Duelist. Erschienen ist das seit am 3. Juni 2017 in Japan und am 7. September 2017 in Korea. Einen signifikanten Unterschied gibt es allerdings zwischen den beiden Sets, also zwischen dem koreanischen und dem japanischen, und zwar kam der Rotäugige in Korea statt in Holographic als Secret Rare heraus. Dementsprechend ist die japanische Version der Karte beliebter, seltener und auch um einiges teurer und ich vermute, dass die Karte werttechnisch in naher Zukunft ähnlich in die Höhe steigen wird wie sein großer Bruder, der Blue Eyes aus der ersten Rarity Collection. Aufgegeben ist die Ghost Rare aus dem nachfolgenden Duelist Pack, und zwar dem Duelist Pack 19 Legend Duelist 2. Das Set erschien am Ende 2017 bis Anfang 2018 in Japan und Korea und daher ist das Aufgegeben nicht ganz so selten und teuer wie sein Vorgänger. Allerdings heißt das nicht, dass die Karte weniger Relevanz besitzt, denn die Idee, diese alten Ikonen in einer modernen und edlen Rarität in neuen Glanz erstrahlen zu lassen, finde ich persönlich unglaublich und ich bin froh, dass mittlerweile 4. Exemplar der Aufgegeben in Ghost bzw. Holographic Rare in Japan in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Zum Schluss wird's nochmal richtig teuer mit dem blauäugigen alternativen weißen Drachen in Holographic Rare aus der Rarity Collection 20th Anniversary Edition. Die Edition erschien im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von Yu-Gi-Oh! Und erschien am Anfang 2018 in Japan und Korea. Das Set beinhaltet nebst Super, Ultra und Collectors Rares auch das sogenannte Extra Secret Rare, was leicht an unser Platinum Secret Rare angelehnt ist, allerdings wesentlich schöner daherkommt und nicht so aufdringlich schillert. Wir haben es ja auch schon das ein oder andere Mal bei mir auf dem Kanal gesehen. Am Ende noch ein kleines Update zur Sammlung im Allgemeinen bezogen auf die Karten, die ihr heute sehen durftet. Bei dem Beskull Dragon habe ich jetzt meine vollen 9 Stück in Ultimate Rare zusammen. Das heißt, wir werden ihn hier im Rahmen dieses Formats nicht mehr sehen. Allenfalls, wenn ich sie mal für eine Verlosung oder so ranhole, dann werde ich sie nochmal zeigen. Dann haben wir das tausendäugige Opfer, dazu habe ich bereits Info gegeben und zum Schluss die Ghosts, bei denen ist es so, dass ich sie zusammen mit dem Update jeweils exakt 4-mal jetzt besitze, also 4-mal den Red Eyes, 4-mal aufgegeben, 4-mal den Alternativen und ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Neuzugänge, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.